Ja, liebe Zuschauer, es war das Gesicht zwar etwas dunkel, mitten im Wald habe ich ihn getroffen in der Dunkelheit, aber die Stimme und die Informationen waren es wert, gebracht zu werden. Langsam bringt man auch Strom und Licht bei und dann wird, nachdem das Feuer ja nichts mehr beleuchtet, erhellt. Und da sind junge Damen dabei. Mit dem Einsatzen, ist es so richtig? Und ganz schön verschwitzt, hier ist ja sauheiß. Ne? Die Flammen und wir haben hier auch Löschwasser. Nippen Sie mal am Löschwasser. Das ist die Getränke, die sind unheimlich erforderlich. Ne? Bei der So, jetzt ist das Feuer doch schon ziemlich niedergebrannt. Die Feuerwehr hat alles im Griff und jetzt kann hier die Mannschaft, die von Anfang an vorne war, zurückgezogen werden. Die können sich etwas erholen, denn bei dem schon warmen, schwülen Wetter, diese Hitze dazu, dass unter den Schutzmänteln, unter der Schutzkleidung, das verursacht auch bei den Feuerwehrleuten einen innerlichen Brand. Sie werden es sehen, man zieht sich zurück und erstmal die Schutzkleidung vom Leib holen, frische Luft und dann geht es wieder weiter in den Einsatz. Das kann man hier nur so ermessen im Wald und da muss man sagen, ist es schon eine Leistung, sich hier im Dunkeln, nur die LKWs sind beleuchtet und um die LKWs herum, sich auszukennen, sich zu informieren und geordnet vorzugehen. Ja, und dann sieht man natürlich auch Stellen, die gut beleuchtet sind. Und jetzt ist aus Homburg, also aus dem Saarland, hier der große 10.000 Liter Tank abgesetzt worden. Sie sehen es, es war also Amtshilfe über die Landesgrenze hinweg. Zur Sicherheit 10.000 Liter, da kann man was damit machen, denn man wusste ja nicht, was eventuell bei der großen Abschiebehaftanstalt losgeht. Hier der Pfälzische Merkur und auch Herr Deller vom Ordnungsamt Zweibrücken im Einsatz, der Reporter des Pfälzischen Merkur, dessen Bericht Sie ja heute gelesen haben, mit vor Ort beim Einsatzleiter, der sich auch die Ruhe nimmt, alles zu erklären. Und da ist das 10.000 Liter Fass. Und warum braucht man das hier jetzt als Zwischenlager oder wie? Als Zwischenlager, genau. Dass wir ständige Wasserversorgung haben. Also Zweibrücken hat sowas nicht? Nein. Alles klar. Die haben das auch wegen der größeren Industrieanlage oder wie? Weiß man denn? Zwei Uhr sind da hochgelaufen. Und hier sehen wir die Abschiebehaftanstalt, die etwas massiver gebaut ist, nicht aus Holz. Da wurde auch drin gezündelt, aber ein Brand konnte hier verhindert werden. Auch deshalb Ersatzlöschwasser, 10.000 Liter. Das Gerät aus dem Saarland herbeigeschafft. Von diesem Zwischenlager 10.000 Liter wird dann der Tanklöschzug aufgeladen, um dann mit dem entsprechenden Druck gegen die Flammen vorzugehen. Und das alles im Dunkeln bei der Hitze. Es war schon eine Leistung. Und hier sehen Sie es, das Feuer ist aus. Und jetzt werden die letzten Reste beseitigt. Auch ein störender Schornstein, der da rumsteht, gefährlich ist, er könnte ja umfallen, wird gleich kontrolliert umgelegt. Jetzt, nachdem das Feuer aus ist, ist auch ein großer Scheibenwerfer vorne aufgebaut. Dort, wo gelöscht werden muss, ist auch für die Kamera ganz gut. Dann sieht man, was passiert. Aber jetzt brauchen ja die Feuerwehrleute Licht, denn die Brandherde, die Blutnester, die sich oft unter dunklem, angekohltem Holz versteckt haben, müssen erkannt und gelöscht werden, so wie es hier passiert mit einem erweiterten Strahl. Auch die Rettungssanitäter, die hier nichts zu tun hatten, waren vorne eingesetzt zum Löschen. Der hauseigene Feuerwehrfotograf macht einige Bilder vom Einsatz. Das soll ja auch dokumentiert werden. Und vielleicht ist man froh, jetzt auch ein paar Filmaufnahmen von dem Ganzen zu haben, was wir gern zur Verfügung stellen.
Ja, liebe Zuschauer, das war schon ein interessanter Einsatz. Sie sehen es hier nochmal jetzt, der Strahl auf Sprühen gestellt, um alles so zu befeuchten, dass dann keine neuen Brände über Nacht mehr entstehen. Jetzt kommen auch aus den Hecken und Büschen, wie schon gesagt, die weiteren Helfer. Und siehe da, viele junge Frauen waren hier mit dem Einsatz. Bitte schön. Waren Sie auch von Anfang an dabei? Ja. Und was, für was sind Sie zuständig hier? Zum Feuer ausmachen. Ja, schon, aber an der Spritze oder Leitung legen oder was auch immer. Am Strahlrohr. Am Strahlrohr, also an vorderster Front. Genau. Das ist hier die zweite Dame, die ich hier entdeckt habe. Ja. Ja, wie viele Damen sind Sie denn, die hier im Einsatz sind? Einige. So, einige. 20. 19 Stück haben wir. 19 Damen. Ja. Das ist ja ein Grund, für zu der Feuerwehr zu gehen. Absolut. Gell? Absolut. Wunderbar, ja. Und Schwergewicht haben wir also auch. Ich mache bald Landfahrt. Nur finde ich es schlimm, ihr zeichnet die nette Junge gar nicht, die nette junge Dame gar nicht, die ihr habt. Doch, wir haben schon ein paar, ja. Das ist...